Ich habe mir gerade das neueste Update vom Microsoft Flugsimulator 2020 geladen und bin dann mal ganz kurz eine Runde ja, durchs Monument Valley geflogen und habe dort einen mittelmäßigen Schock bekommen. Denn ich dachte, da war auch groß USA eine Verbesserung mit dabei. Aber man muss es natürlich nochmal zu Fuß runterladen. So, Monument Valley. Ich bin auch in Kayenta losgeflogen. Das ist ja das Tor zum Monument Valley. Wenn man dort schon mal war, also man kommt zum Beispiel vom Grand Canyon rüber und macht dann sozusagen ja quer rüber Kayenta. Dann geht's nördlich ins Monument Valley und dann sieht es wirklich aus wie in einem alten Western. Das mache ich doch einfach nochmal. Wobei es glaube ich, auch ein Flugplatz direkt im Monument Valley. Warum habe ich den gerade nicht gefunden? Finde ich den hier vielleicht? Monument Valley. Ah, hier ist was. Okay, dann nehmen wir doch mal den. Ne? Abflug festlegen. Und dann ist es da eigentlich auch schon in der Nähe. Reicht mir die Möhre hier? Wobei, so richtig schön ist sie nicht geflogen gerade, weil ein bisschen Wind herrscht. Vielleicht sollte ich auch das Live-Wetter ausmachen. Nehmen wir uns doch, was nehmen wir uns denn hier mal? Ne, Diamond. Ja. Hier, die 40. Die kenne ich ja ein bisschen. So, ja, haben wir alles? Eigentlich ja, ne? Dann, warte mal. Ich gucke mir nochmal die Flugbedingungen an. Das Wetter. Live-Verkehr, alles gut. Wetter, Live-Wetter. Ne, wir machen mal klarer Himmel. Na, gucken wir uns das mal an. Zeit gegen Mittag. So, passt's. Na, fliegen wir nochmal los. Dauert einen kleinen Augenblick. Machen wir aber den. Machen wir einen Zeitraffer rein. Denn ich habe, das ist ja eigentlich mein Schnittcomputer, wirklich auf der SSD nur alles, was ich zum Arbeiten brauche. Und habe das hier auf einem drehenden Laufwerk drauf. Deswegen dauert das immer noch ein bisschen länger, bis der da ist, der gute Flugsimulator. Oh, da ist er. So, und die ganz große Frage ist, warum hören wir nichts? Jetzt hören wir was. Monument Valley. Naja, dann auf geht's mit der kleinen Möhre. Und da müssen wir gleich was sehen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Denn, wie gesagt, gerade hier losgeflogen und das sah sowas von enttäuschend aus, weil es eben aussah wie immer. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Na dann, Dings draußen. Los. Ach, wir starten in die Richtung. Verstehe. Na los, auf geht's. Und Bremse los. Oh ja, oh, links. Also das müsst ihr wirklich mal vergleichen. Seht ihr dort schon links diesen Hügel? Bin ich mit der Maus hin? Hier, das Ding hier. Aller sah eben noch standardmäßig ganz, ganz anders aus. Ganz, ganz schlecht. Ja, ein bisschen langsam noch für den Start. Mein Fehler. Mein Fehler. Wir brauchen Geschwindigkeit. Ja, Nase ein bisschen runter. Entschuldigung. Oh, und da hinten, der schwimmt in der Luft. Na gut, sagen wir einfach mal, es ist eine Luftspiegelung. Oh nee, da stimmt was nicht. Da, liebe Freunde, stimmt irgendwas nicht. Denn da liegt auf dem. Aber schön, da sieht man es auch nochmal. So sah es eben vorher aus. Da drunter, diese komischen Hügel links, seht ihr es? Klappe rein. Gucken Sie uns mal von außen an. Schwing. Ja, die schweben in der Luft. Die hängenden Berge nicht von Babylon, sondern vom Monument Valley. Also, was ist jetzt hier schiefgegangen, ist die ganz große Frage. Laut ist das auch. Ich hoffe, das Mischungsverhältnis stimmt so einigermaßen. Ja, wobei hier unten die Gebäude sehen sehr, sehr schön aus. Ja, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht, oder? Wir fliegen mal hin, denn drunter liegt tatsächlich noch die alten Texturen von den Bergen. Und hier, das sieht schon mal super aus. Ah, müssen wir gar nicht weiter steigen. Ja, wie gesagt, hier war ich auch schon einige Male, immer mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil. Noch nie mit dem Flugzeug, während ich
ja, den Grand Canyon schon mit einigen Flugmitteln durchflogen habe. Ja, schwebt. Schwebt in der Luft. Das ist lustig. Das muss ich mal gleich googeln. Ob das normal ist. Na gut. Die schwebenden Berge, sehr interessant. Oh, keine Ahnung, ob sich das ändert, wenn ich nochmal komplett den Flugsimulator und den Rechner starte. Oder ob die Jungs hier irgendwas falsch gemacht haben. Ja, werden wir sehen. Ja, schick sieht's schon aus. Zumindest die oberen Berge. Die unteren sind ein bisschen komisch. Und dass die oberen in, so da so komisch hängen. Na gut, ja. Ich glaube, wir können hier abbrechen, oder? Ich muss hier nicht landen. Ihr glaubt mir, dass ich das, nicht kann, oder? Na dann. Ah ja, und kleine Werbung noch. Also wirklich, die nächsten Videos, die noch kommen, von Björn und von Willi, die werden der Hammer. Das weiß ich schon. Ich habe sie schon gesehen. Oder genauer gesagt, ich habe sie ja geschnitten. Boah, dann macht's mal gut, ne? Hier von den Aviation Nerds.